Ein Mädchen, das auf meinem Platz saß. Hallo, meine Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch herzlich zu Mein Leben ist geil. Und deswegen ganz ehrlich euch Anekdoten aus meinem Leben, die einfach Moral haben. Ja, legen wir los. Wenn ich in Basel bin, dann hänge ich sehr oft an der Biers. Das ist der Fluss, der zwischen Basel-Land und Basel-Stadt durchfließt und irgendwann dann in den Rhein mündet. Und der Ort ist wirklich schön und ich habe da schon so einiges gesehen. Doch eines schlägt den ganzen den Boden aus. Ein Mädchen, das auf meinem Platz saß. Ich sitz immer auf demselben Stein am Fluss, ne? Und dann sitzt da so ein kleines Mädchen da, mit seinem Trottinett, mit Brot. Frag mich, was macht sie mit dem Brot? Sie isst es ja gar nicht. Sie gibt es den Vögeln. Und dann merke ich, das ist gar kein normales Brot. Das ist Brot für Vögel? Also Brot, so Knusperscheiße. Und ich denke mir so, du kleine Ratte, wenn du da weggehst, schnapp mir den Platz sowas von hart. Und bis dahin sitze ich ein paar Meter weiter weg auf dem Stein. Aber so, dass ich dich sehe. Ich will nämlich wissen, was du mit dem Brot da machst. Ja, und ich war da am Chillen und hab ab und zu zum Mädchen rübergeguckt. Und da kam die Frage auf, dieses Mädchen, es ist allein, an einem Mittwochnachmittag, in der man eigentlich mit den Freunden irgendwas Doofes macht. Aber nein, sie sitzt am Fluss und füttert Vögel mit dem Brot. Ja, Vögel. Tauben. Ja, Tauben auch. Krähen, Spatzen. Aber vor allem die Tauben. Ich meine, Tauben sind ja sozusagen in der Gesellschaft gesehen als die Ratten der Lüfte. Weil sie fucking viele Krankheiten haben und so. Die mag man einfach nicht. Weil sie überall sind und überall rumkacken. Aber bei dem unschuldigen Mädchen war das anders. Sie akzeptierte die Tauben. Einfach so. In ihrem Alter, in einer großen Stadt, kann ich mir 100% sicher sein, dass die Mutter ihr schon tausendmal gesagt hat, geh weg von den Tauben, die sind scheiße. Und dennoch, das Kind akzeptierte die Tauben. Während ich weiter darüber nachdenke, wie dieses Kind erzogen wurde, hüpft eine Taube auf ihr Bein. Meine instinktive Reaktion war, geh weg, du Teil. Ihre instinktive Reaktion war, dass sie kicherte. Sie hatte die Vögel wirklich gern. Und es machte mir den Anschein, als hätte das Mädchen nicht so viele Freunde oder so. Welches Kind spielt mit Vögeln in einer großen Stadt, in der Freizeit? Und dennoch, ich war begeistert, wie man so viel Liebe für Vögel haben kann oder allgemein für Tiere, die bekannt sind dafür, krank zu sein. Dennoch dachte ich mir, so soll ich einschreiten oder nicht? Weiß ja nicht. Würde das Weltbild des Mädchens vielleicht zerstören, wenn plötzlich einer rennt, Tauben. Blablabla. Aber andererseits, das Mädchen könnte sich anstecken an der Taube, an irgendeinem Bullshit, den sie nicht haben sollte. Aber das Kindchen sah so glücklich aus. Und während ich mir so meine Gedanken machte, guckte das Mädchen auf eine Uhr, guckte in ihre Hände, sagte den Vögeln goodbye, stand das Mädchen langsam auf, ganz gemütlich, dass die Vögel nicht erschrecken, und ging davon. Um dann 10 Minuten später wiederzukommen, weil sie sich neues Vogelbrot gekauft hat. Und dann ging das Ganze von vorne los. Ja, ich habe ihr ihren Platz nicht geklaut. Ich denke, das ist ein Platz für sie, der wichtig ist. Zumindest wichtiger als für mich, denn ich kann auch auf den Stein nebenan hocken. Sitzen. Und ich kam zum Entschluss, es macht das Mädchen glücklich. Es hat Vertrauen und Liebe in sich, die man nicht so einfach zerstören sollte, weil die Gesellschaft und das Leben macht das wahrscheinlich genug früh. Deswegen wollte ich sie noch ein bisschen mit ihren Vögeln lassen. Und ob schon man sagen könnte, diese Geschichte ist auf eine Art traurig, würde ich sagen, sie ist irgendwie krass. Wie Kinder manchmal über Probleme hinaussehen können, weil sie denken, er hat mir ja nichts getan. Und ich glaube, das verliert man mit der Zeit, dass man sagt, ich vertraue dir, ich mag dich, ich brauche dafür keinen Grund, ich mag dich einfach. Du musst mir nicht 100 Franken gegeben haben, dass ich dich mag oder irgendwas Spezielles für mich getan haben. Nein, ganz einfach nett und ehrlich jemanden mögen, weil er noch nichts falsch gemacht hat und nicht, weil er noch nichts richtig gemacht hat. Als ich dann meine Kreativpause langsam abgeschlossen habe, entschied ich mich zu einem. Diesem Format. Denn ich finde solche Geschichten, aus denen ich was lernen kann. Aus denen könnt auch ihr was lernen. Und in diesem Fall, danke fürs Zuhören. Likes sind mir nicht so wichtig. Aber Kommentare, also schießt los. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao und schön.